Gute Nachrichten im Fall Björn Höcke. Der Thüringer AfD-Chef hat vor dem Landgericht Halle einen wichtigen Sieg erringen können am Dienstag. Gleichzeitig wächst der Druck auf den Europaspitzenkandidaten Maximilian Krah. Ein vermeintlicher Spionageskandal erschüttert die Partei. Wie sich die AfD-Spitze jetzt verhält und wie es weitergeht, das erfahren Sie bei uns im Brennpunkt des Tages. Jetzt geht's los. Es gibt gute und es gibt schlechte Neuigkeiten für die Alternative für Deutschland. Mit mir im Studio Jürgen Elsässer. Ich würde sagen, wir fangen mit den Good News an, nämlich mit dem zweiten Prozesstag von Björn Höcke vor dem Landgericht in Halle. Da gab es gestern ein ganz wichtiges Ergebnis, und zwar wird Björn Höcke keine Freiheitsstrafe bekommen. Das hat eine Sprecherin des Gerichts bestätigt. Das heißt übersetzt, sein Wahlrecht wird nicht entzogen, er bleibt Spitzenkandidat, er kann im September Ministerpräsident von Thüringen werden, also richtig gute Neuigkeiten. Jetzt gibt es wohl auch nur noch einen Prozesstag nächste Woche und dann wird schon das Urteil erwartet. Wir werden sehen, was kommt. Also selbst eine Geldstrafe wäre ja schon skandalös, wenn man bedenkt, was er gemacht haben soll. Nämlich er hat drei Worte gesagt, alles für Deutsche, sage ich jetzt mal leicht verfremdet. Allein das ist ja schon ein Skandal, aber auf jeden Fall bekommt er jetzt keine Freiheitsstrafe. Und das gibt Mut zu hoffen. Ja, der Prozess ist im Grunde eine Werbeveranstaltung für Björn Höcke geworden, weil die Anwürfe sind so absurd und er selber ist so souverän und ruhig. Damit hat er die Erfolgsserie fortgesetzt, die ja schon begonnen hat in der Vorwoche mit dem Streitgespräch, dem sogenannten TV-Duell mit Mario Vogt von der CDU. Er bleibt da auf der Siegerstraße und selbst wenn er jetzt eine Geldstrafe kassiert, wird das im Volk zu seinen Gunsten ausschlagen. Wir hören hier noch ein paar Worte von Björn Höcke zum gestrigen Prozesstag. Liebe Freunde, der zweite Tag des Prozesses in Halle liegt hinter uns, hinter mir. Heute gab es die sogenannte Einlassung, das heißt, heute hatte ich die Möglichkeit, mal ausführlich Stellung zu nehmen zu den Vorwürfen. Ich denke, es ist klar geworden, dass ich Opfer einer verzerrten Medienberichterstattung bin, dass ich mit Nationalsozialismus nichts, aber auch gar nichts am Hut habe und dass ich völlig unschuldig bin. Das Urteil wird dann am nächsten Tag, am nächsten Prozesstag, am dritten Prozesstag erwartet. Immer mehr Menschen wachen auf und erkennen, dass die AfD die einzige Kraft ist, die für Freiheit, die für Rechtsstaatlichkeit und die für Demokratie steht. In diesem Sinne gucke ich auch heute sehr optimistisch in die Zukunft und grüße ganz herzlich aus der Nähe von Halle, ihr und euer Björn Höcke. Etwas schwieriger gestaltet sich natürlich der aktuelle Fall Maximilian Krah, wobei das natürlich auch spannend ist. Wir wissen ja alle, in der Nacht zum Dienstag wurde der Mitarbeiter von Maximilian Krah festgenommen, sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Der Vorwurf, er habe für einen chinesischen Geheimdienst gearbeitet, habe das Europäische Parlament ausspioniert, habe exilchinesische Oppositionsgruppen unterwandert. Wie gesagt, der Mann sitzt jetzt in Haft und Maximilian Krah steht natürlich massiv unter Druck. Gestern hat sich die AfD noch sehr stabil gezeigt in einer Pressekonferenz, und zwar in Gestalt von Bernd Baumann, dem parlamentarischen Geschäftsführer. Da können wir mal reinhören, was der gesagt hat. Wir sind ja mittlerweile ein bisschen hart gesotten, was Vorwürfe angeht, zumal in Vorwahlkampfzeiten und Wahlkampfzeiten, das ist einfach die Art und Weise, wie wir darauf zugehen. Wir prüfen das natürlich, wir prüfen alles. Aber auch in dem Fall muss ich sagen, du lieber Gott, Spitzenkandidat, Europawahlkampf, vom Verfassungsschutz kam der Hinweis, 7 Wochen vor der Wahl, das ist unsere Einschätzung erstmal. Natürlich prüfen wir das, aber das Ausmaß der Vorwürfe, du lieber Gott, die können wahr sein, die können konstruiert sein, das kann alles Mögliche sein. Uns erschreckt da erstmal nichts, weil wir schon so viel Vorwürfe und Spekulationen hier hatten. Ich darf nur mal sagen, in diesem Raum, ich habe es ja schon mal angeführt, diese ganze Korrektivkampagne, mittlerweile ist gerichtsnotorisch, dass Korrektiv zurückgenommen hat, dass es um Deportationspläne gegangen sei, das sei alles keine Tatsachenbehauptung. Da war eine Riesenkampagne, Hunderttausende auf den Straßen, die größte Fake-News-Kampagne der europäischen Nachkriegsgeschichte. Also wir sind da hart gesotten, was solche Vorwürfe angeht. Wir werden sehen, was daran ist. Wir arbeiten akribisch an allem. Punkt. Erstmal lässige Reaktion. Ich will nochmal, Jürgen, ganz kurz den gestrigen und den heutigen Tag nachzeichnen. Und zwar gestern war Maximilian Krah noch ganz entspannt bei einer Parlamentssitzung im EU-Parlament. Dann hat er einen Anruf bekommen, vermutlich diesen Anruf, der da eingefangen worden ist, fotografisch. Und zwar wurde er zitiert von Alice Weidel und Tino Chrupalla nach Berlin, um sich dort zu erklären. Er ist dann in den Flieger eingestiegen, kam ungefähr 20 Uhr am Flughafen an in Berlin. Dort haben schon Mainstream-Reporter gelauert. Er hat eine erste Stellungnahme abgegeben, die klang so. Ja, als ich den Verdacht bestätigen sollte, dass wir die Person von den Fenster rausziehen. Ich habe ja selbst, mir wird da kein Fehlverhalten vorgeworfen.
Also wir müssen aufklären, was tatsächlich wahr ist. Ich selbst, wir werden jetzt nicht für irgendein vermeintliches Fehlverhalten meines Mitarbeiters selbst in Sachen erschienen. Währenddessen saß Tino Chrupalla in seinem Büro, hat sich erstmal einen ordentlichen Schluck Rotwein gegönnt. Und dann kam es zu einer bemerkenswerten Konstellation. Und zwar sind Tino Chrupalla und Maximilian Krah ins selbe Restaurant gegangen, am Kurfürstendamm in Berlin, Berliner Edelrestaurant, saßen dann dort aber an getrennten Tischen, haben diese Nacht nicht miteinander gesprochen. Stattdessen wurde Maximilian Krah von den Mitarbeitern von Tino Chrupalla und Alice Weidel bearbeitet, die ganze Nacht hindurch. Hier sieht man ein Bild. Die ihm gesagt haben sollen, er sei ein Problem für die Partei, er müsse sich jetzt zurückziehen. Tino Chrupalla, wie gesagt, im selben Restaurant an einem Nebentisch, laut Bild-Zeitung, wird gerade eingeblendet, mit einer deutsch-amerikanischen Delegation dort am Tisch. Und Maximilian Krah hat dann versucht, irgendwie das Gespräch aufzunehmen mit Tino Chrupalla. Der hat abgeblockt, hat auch früher das Restaurant verlassen. Und dann gab es erst heute Vormittag ein Gespräch. Und als Ergebnis dann, Maximilian Krah wird nicht auftreten beim Europawahlkampfauftakt in Donaueschingen. Es werden keine Plakate mit ihm veröffentlicht im Wahlkampf. Es werden alle schon produzierten Wahlclips mit ihm nicht veröffentlicht. Das heißt, er kommt, das hat die Bild-Zeitung richtig formuliert, in den politischen Giftschrank. Und das ist schon bemerkenswert. Also wie blöd muss eine Partei sein, die 8 Wochen vor der Europawahl ihren Spitzenkandidaten in den Giftschrank stellt, also kalt stellt, abserviert, obwohl überhaupt nichts auf dem Tisch liegt, außer einer saudummen Anwurfkampagne vom Verfassungsschutz, wo ja der Chef vom Verfassungsschutz erklärt hat, ihm geht es darum, die AfD kaputt zu machen. Ich meine, das Erste, was eine Partei machen muss, und die Altparteien haben das eher kapiert als die AfD, die hypernervös reagiert, das Erste, was man machen muss, ist natürlich den eigenen Mann zu verteidigen. Ja, und dann dieses unwürdige Schauspiel von gestern Abend, wo Chrupalla den Maximilian Krah gar nicht an sich ranlässt, weil er mit irgendwelchen Amerikanern verhandelt, da wird es bei mir schon ein bisschen nervös in der Magengrube. Das geht überhaupt nicht. Ja? Also die Weidel und Chrupalla verhalten sich wie die Vollidioten. Also es ist schon krass, ja. Und du hast es bereits erwähnt, also der Vorwurf gegen diesen Mitarbeiter von Krah. Also erstmal muss man ja betonen, es geht nicht um Krah selbst, es geht um den Mitarbeiter. Auch das kommt ja ein bisschen durcheinander in den Mainstream-Medien. Aber den Vorwurf gegen den Mitarbeiter gibt es ja schon seit sehr langer Zeit. Also ich habe schon letztes Jahr drüber gelesen. Und dann gab es auch neulich die Information, dass vor 10 Jahren schon dieser Mann, ein gebürtiger Chinese, zu deutschen Behörden gegangen ist und sich als Informant angeboten hat. Und die haben ihn aber abgelehnt mit der Begründung, dass der Verdacht bestehe, er sei ein Doppelagent, also würde für einen chinesischen Geheimdienst arbeiten. Vor 10 Jahren schon. Und jetzt plötzlich kommt das alles groß raus. Er wird verhaftet, ein Riesenfass wird aufgemacht und man darf ja nicht vergessen, es laufen derzeit staatsanwaltliche Ermittlungen gegen Ursula von der Leyen, gegen die EU-Kommissionspräsidentin. Man liest nahezu nichts davon in der Presse, man sieht nahezu nichts im Fernsehen. Und der Fall Krah ist auf einmal Thema Nummer 1 in der Bundesrepublik. Also irgendwas haut da gewaltig nicht hin. Ja, es ist eine Kampagne. Man muss auch sagen, die Propaganda der Gegenseite hat sich umgestellt. Die ganze Zeit versucht man, die AfD als rechtsradikal darzustellen. Dazu gehörte auch das sogenannte Remigrationstreffen in Potsdam. Aber die Rechnung ist nicht richtig aufgegangen. Also die AfD hat ja kaum verloren, selbst bei den Umfragen kaum verloren, bei der einzig realen Wahl, nämlich in Berlin, der Nachwahl im Februar, hat sie sogar gewonnen. Also diese ganze rechtsradikale Panikmache mit der Nazikeule, die geht nicht mehr auf. Jetzt wechselt man die Propaganda und kommt mit dem Spionagevorwürfen. Ja, also jetzt sind plötzlich alle Spione. Bistron ist ein Spion und Krah ist ein Spion. Vaterlandsverräter, Vaterlandsverräter, sagen die Linken und die Grünen. Ja, also unglaublich. Ja, und das ist ja schon eine sehr, sehr durchsichtige Sache. Was den Chinesen selber angeht, ich meine, jetzt hat die Parteispitze den Krah gezwungen, den Mitarbeiter zu entlassen. Hätte ich auch schon mal nicht gemacht, weil wenn ich mit jemandem 10 Jahre zusammenarbeite und ihn offensichtlich so lange auch gut gefunden habe,
dann entlasse ich ihn nicht einfach nur, weil Haldenwang sagt, das sei ein Spion. Das mache ich nicht. Hm. In der Situation bin ich erstmal auch zur Treue verpflichtet gegenüber einem treuen Mitarbeiter. Punkt aus. Und jetzt nehmen wir mal den Worst Case an. Es ist tatsächlich ein Spion. Dann erinnert mich das an den Fall Günther Guillaume, der ja jetzt vor 50 Jahren aufgeflogen ist als Spion im Kanzleramt von Willy Brandt. Da war es auch so, dass der BND schon 3 Jahre vorher wusste, das ist ein Spion. Hat aber den Kanzler nicht informiert. Und dann hat man die Karte gezogen zu einem strategisch günstigen Zeitpunkt, nämlich als Brandt sich gegen die amerikanischen Rüstungslieferungen an Israel über deutsche Häfen wie Bremerhaven gewendet hat. Ja. Und so, also jetzt reden wir über den Worst Case, dass es tatsächlich ein Spion ist, wurde dann auch in dem Fall der günstige Zeitpunkt rausgesucht, kurz vor der Wahl. Mhm. Ich habe hier noch einen sehr schönen O-Ton gefunden von Hajo Funke, seines Zeichens Linksextremismus-Experte. Unser alter Freund. Der Folgendes sagt. Maximilian Krahe ist jemand, der zu den allerradikalsten der rechtsextremen AfD gehört. Er ist auch weit radikaler und entschiedener als etwa Höcke. Oh, das ist interessant. Welche Auswirkungen könnte die Enthüllung denn für den Verlauf des Europawahlkampfs für die AfD dann noch haben? Wenn sich das bestätigt, und natürlich braucht es weitere Bestätigung, da ja Herr Krah alles abwehrt, dann bedeutet das, dass womöglich Maximilian Krah zurückziehen muss. Und das hat natürlich immense Folgen für die Europawahl und darüber hinaus. Wir sehen ja schon jetzt, dass der Zenit der AfD auf hohen gut knapp 20% überschritten ist durch die Debatten um die Aufdeckung des Treffens in Potsdam. Das kann ein entscheidender nächster Schritt sein für eine weitere Abschwächung der Attraktivität der AfD in den kommenden Wahlen. Hajo Funke hat ja einfach mal die Rolle des Staatsfeinds Nummer 1 umbesetzt, also nicht mehr Björn Höcke, sondern Maximilian Krah ist jetzt Staatsfeind Jawohl. Nummer 1. Ich glaube, Krah ist auch wirklich gefährlich aus Sicht des Mainstreams, weil er sich halt auch um gute Beziehungen zum geopolitischen Osten bemüht. Das ist ja so mit seinen Markenzeichen. Zum Mitarbeiter selbst wollte ich noch mal sagen, oder zu Krahs Orientierung erstmal, der ist ja seit jeher international bestens vernetzt eigentlich. Also ich war mal auf so einem Treffen von der ID-Fraktion in Straßburg gewesen. Da waren alle möglichen Rechtsparteien aus Europa versammelt. Krah hat sich da bewegt wie ein Fisch im Wasser, kannte Hinz und Kunz, Niederländer, Franzosen, Italiener. Hat auch viele Kontakte nach Amerika, was irgendwie nie eine Rolle spielt. Also er war neulich erst bei so einem Kongress der Republikaner. Und er hat eben mehrere China-Reisen unternommen. Und ich glaube, dafür war dieser Mann auch angestellt, der jetzt verhaftet worden ist. Spricht halt fließend Chinesisch, kommt aus China, bietet sich an. Und diese Reisen, die Krah gemacht hat, da ging es natürlich nicht darum, Xi Jinping die Füße zu küssen, sondern es ging um kulturellen Austausch. Und es ging auch um wirtschaftliche Beziehungen. Wer nämlich mit dabei war, war der Tim Lochner, der heutige Oberbürgermeister von Pirna, der parteilos ist, aber von der AfD unterstützt worden ist. Und der wollte da sogar konkret für seine Heimatstadt Pirna, für seine kleine sächsische Stadt, ausloten, was da an Beziehungen mit den Chinesen drin ist, was ja eigentlich nicht verwerflich ist. Also es gibt ja durchaus fruchtbare Beziehungen in Thüringen zum Beispiel, das große Batteriewerk in Arnstadt, viele andere Projekte. Aber in der heutigen Zeit, wo der Kalte Krieg quasi wieder neu ausgerufen worden ist, betrachtet man plötzlich jede solcher Kontakte als Bedrohung und wittert überall Spione, überall Spionageverdacht. Ich glaube, das soll jetzt auch durch diese Kampagne wieder befeuert werden. Absolut. Es sollen alle Leute kaputtgespielt werden, die wie Bistron Richtung Russland oder wie Krah Richtung China Kontakte pflegen, Kontakte aufgebaut haben. Das wird alles unter Spionageverdacht gestellt. Bemerkenswert ist ja, hier echauffieren sich Leute in den Altparteien und in den Medien, wo die Altparteien ja nicht nur Mitarbeiter, sondern Abgeordnete selbst, sie sind in der Atlantikbrücke. Das heißt, die hängen laufend mit den Amerikanern zusammen. Selbst in der AfD gibt es ja einen Flügel von früheren NATO-Offizieren, ich sag mal Lukassen, der ja im Bundestag sitzt. Oder es gibt Leute, auch unter den Abgeordneten, die haben sehr enge Beziehungen zur israelischen Regierungspartei von Benjamin Netanyahu. Das alles wird nicht problematisiert, aber sofort, wenn einer Kontakte nach
nach Moskau oder nach Peking hat, dann ist die Hölle los. Ja? Und da zeigt sich ganz klar diese neue Blockkonfrontation, die jetzt voll durchschlägt auf die Innenpolitik. Ich will nur noch ergänzen, Alice Weidel war ja letzten Sommer, glaube ich, zusammen mit Peter Bistron selber in China. Stimmt. Und hat sich mit Vertretern der Kommunistischen Partei getroffen. Hm. Das war damals fast schon ein Geheimtreffen, da durfte kaum drüber gesprochen werden. Also das ist erlaubt, aber jemand wie Kra, der jetzt ein eigenes Standing hat und ja auch ein sehr gutes Nominierungsergebnis hatte als Spitzenkandidat für die Europawahl, der wird da jetzt weggeboxt. Ja. Und vielleicht zum Schluss nochmal als Ausblick für die Zukunft. Ich glaube, es wird der Partei massiv schaden, wenn sie Maximilian Kra versteckt als Spitzenkandidat, weil das natürlich auch genau der Hintergedanke dieser Kampagne ist. Man will die Partei von innen her destabilisieren. Und leider, leider, man kann es derzeit beobachten, funktioniert es ja auch ganz gut. Also die Partei stellt sich eben nicht voll und ganz hinter Maximilian Kra, nimmt ihn in Schutz, sondern will ihn verstecken als Spitzenkandidat. Hat die ganzen Plakate, die ganzen Spots unter Verschluss gehalten jetzt. Und da sehe ich schwarz mit Blick auf die Europawahl. Also ich glaube, das wird der Partei schaden. Nicht wegen der Vorwürfe gegen Kra, sondern wegen des Verhaltens nach innen und dem Eindruck, den das nach außen macht, nämlich den der Unentschlossenheit und Uneinigkeit. Ja, und das ist so, wie wenn man mit einer kleinen Schnittwunde in ein Haifischbecken steigt. Die Partei hat sich eine Schnittwunde zugebracht, im Falle Kra, bei Bistron war auch schon grenzwertig. Und das zieht natürlich die Haifische an und die werden das nächste Opfer suchen. Und wie ich gesagt habe, Frau Weidel war auch schon in China, sie soll sich nicht so sicher fühlen. Sie wird auch angegriffen werden. Wenn sie sich jetzt entsolidarisiert, ist sie das nächste Opfer. Das ist doch sonnenklar, ja? So geht es ja nicht weiter. Ja. Also egal ob Höcke oder Kra, wir werden das weiter im Blick behalten und in Bezug auf Höcke haben wir natürlich noch ein schönes Angebot für die Zuschauer. Ja, also wir haben jetzt gerade Maximilian Kra gelobt oder Hajo Funke hat gesagt, er ist schlimmer als Höcke. Das heißt, in unserem Fall wäre er dann besser als Höcke. Aber einstweilen haben wir hier noch den Höcke-Taler, die Höcke-Münze, bestes Silber zur Ehrung des großen Patrioten, gibt es nur bei Kompakt. Im Wendejahr 2024 sind Sie da vorne mit dabei, wenn er Ministerpräsident wird und Sie schon vorher die Münze Ihren Freunden präsentieren können. Wer weiß, vielleicht machen wir auch bald eine Münze für Maximilian Kra, aber erstmal bleiben Sie bei Höcke. Liebe Zuschauer, kommentieren Sie gerne wieder mit, schreiben Sie gerne Ihre Meinung in die Kommentare auf YouTube, teilen Sie gerne dieses Video wie immer und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Brennpunkt des Tages. Bis dahin.